vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten, also dem Original Weihnachten, als Jesus das erste Mal das Brot geteilt hat und das Meer auch. Ich glaube, das war das Meer und das Brot hat er. Er hat das Brot geteilt und hat er versehentlich wegen seinen Zauberkräften wie bei Harry Potter, als er noch die Kontrolle hatte, das Meer mitgeteilt. Nee, der hat aus, ich glaube, so war's. Brot Fanta gemacht. Ich glaube, das war der hat aus. Oh, oh, ist das. Warte mal, Fanta war noch Nazis. Haben das doch. Ja. Okay. Ah, Tom wieder mit den Statements. Hallo und herzlich willkommen bei Bayonetta 2. Was ich sagen wollte, wir haben damals zu diesem Zeitpunkt zum Original Weihnachten mal Bayonetta 1 gespielt. Nie durch. Hat Tom aber privat mittlerweile mal nachgeholt. Ja, auf der Switch. Auf der Nintendo Switch. Und wollte nun auch mal Bayonetta 2 anfangen. Und da haben wir uns beide gedacht, da wäre es auch super, das gemeinsam zu machen. Denn ich kann auch schon sagen, der Anfang von Bayonetta 2 ist ziemlich, ziemlich hervorragend. Und dann können wir direkt mal gucken, ob du einen Unterschied sofort bemerkst. Wenn ja, welchen Unterschied du bemerkst. Also das Ding ist, Bayonetta 1 habe ich durchgespielt, mochte ich sehr gern, vor allem wegen seiner Verrücktheit, und wenn die Kämpfe mal geflowt sind, dann hat es auch Spaß gemacht, aber bei mir hatte ich ein sehr großes Problem, überhaupt mal dahin zu kommen, weil das Spiel für mich sehr, sehr, sehr schwer wird. Es ist ein sehr schwieriges Spiel. Ja, und ganz viele Leute haben ja auch gesagt, ja, mach mal Teil 2, ist ein bisschen einfacher. Das auf, also deutlich einfach, auf gar keinen, das ist da, gar keine Frage. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, ist bei mir jetzt so ein oder zwei Wochen her, dass ich Bayonetta 1 durchgespielt habe. Aber gleich als Hinweis am Anfang, wir haben jetzt nicht vor, das Spiel hier durchzuspielen. Nee. Es geht darum, das Spiel anzuspielen, um meinen Ersteindruck quasi aufzufangen und aufzunehmen. Und dann werde ich es halt privat weiterspielen, weil bei Tempo 3 dauert das halt immer. Was kennst du so von Bayonetta 2? Ich habe halt mit dir mal irgendwas gespielt bei Giga Gameplay. Oh ja, stimmt, aber das war weiter drin. Das weiß ich halt nicht mehr. Ja, ja. Ich kann mich an irgendwas mit Wasser erinnern. Ja, ja, ich kann mich an einen Gegner noch erinnern. Das war auf jeden Fall irgendwann in der Mitte des Spiels. Ich habe schon ewig nicht mehr das Video angeguckt. Und da war es ja auch noch 27p und noch nicht mal 60 FPS. Das sieht wahrscheinlich nicht mehr so gut aus heute. Übrigens, Tech Climax ist, Klimax ist der Multiplayer-Modus, den es gibt in diesem Spiel. Ja. Der Online-Koop, was weird ist. Ist der gut? Kann man den mal spielen? Ich habe den nie gespielt, ich weiß. Sorry, ich habe den, glaube ich, ein oder zwei Mal gespielt. Du bist halt in so kleinen Arenen, wo du dann zu zweit gegen kämpfst. Also es erschien mir relativ seltsam. So, das ist direkt ein Unterschied. Man kann nämlich auf hart von Anfang an spielen. Aber meiner Erfahrung nach ist hart in diesem Spiel einfacher als normal bei Bayonetta. Oh, krass. Aber das ist vielleicht auch, ist das nur meine Empfehlung? Also ich würde es einfach auf normal spielen. Auf normal. Genau. Ich habe Bayonetta 1 auch gemacht. Und da gibt es ja noch Easy und Automatic. Und bei Easy steht auch, kannst auch schon bewegen. Du kannst, komisch, ja, du kannst im ersten Screen von Bayonetta ist nie der Charakter drin. Deswegen kannst du dann das so umgeben. Das Perception is Reality. Das ist der gleiche Screen wie im Bayonetta 1. Ja, ich erinnere mich sogar. DreamWorks. Ja. Du wirst vielleicht diverse Parallelen in Bayonetta 1 und 2 entdecken. Ja, also ich hoffe es ja ein bisschen. Ah, da hat sie schon kurze Haare, sehr gut. Das ist nicht Jeanne, oder? Oh, hey, oh, geht okay, direkt los. Exakt wie in Bayonetta 1. Ja, ja. So, achte auf die Story. Ich bin mal still. Ich kann da gar nicht drauf achten. Das ist sehr wichtig. Das ist was ein bisschen das Problem. Wo du viel von dem jetzt, glaube ich, schon weißt. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Ist das was, das, den du schon weißt? Aesir, also, wurde Aesir im ersten Teil erwähnt? Sagt mir jetzt gerade nichts, aber vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Also ist der Gott der Menschen-Chaos-Welt. Aber eigentlich habe ich mir relativ viel durchgelesen, deswegen. Es ist sehr unmöglich, dass das halt bei der 2 der neue Lore ist. Aber ich würde jetzt halt nicht drauf wetten. Huch! Ist das ein Mech? Das ist ein Mech. Jetzt steuerst du auch. Ah, oh, der hat einen Halbmond hinten. Ja. Spent the first eternity quietly looking upon the earth from this holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world. Aesir saw through reality. And those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes. Die Erklärung ist so weird. What does any of this mean? Oh, nee, dann ist Aesir einfach der Endgegner von Teil 1, oder? Wenn das mit den Augen ist? Ja? Ja, ja, weil das ist doch die Statue, die am Ende zum Leben erweckt. Nee, das ist doch Jubiläus. Ja, stimmt. Aber da ist es doch auch so mit den Augen. Und Bayonetta war das dritte. Das linke Ei.
Ja, aber das ist ja der, also Jubileus hat sie ja nachträglich bekommen von den Engeln, wenn ich es richtig in den Kopf habe. Aber das ist der, der die Original hatte. Ich glaube, das ist der Unterschied vielleicht. Oder die. So eine Sie in. Jubileus ist eine Sie. Ja. Das. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. Ich gucke übrigens auf die Untertitel, deswegen kann ich nicht so wirklich drauf achten, was hier passiert. Ich habe ja kein Leben, deswegen. Genau. Humans could choose their own paths. They awoke to their own identity. Das ist halt auch alles so mystisch seltsam. The most feeble thing in nature. But now we were thinking. And we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir have been granted the power of creation. Sieht so cool aus. Riesiger Teufelskochen mit einem Skull-Face. Gibt es hier noch Zwischensequenz Quicktime-Events? Nein. Okay. Also es gibt immer noch die Vor-, also wo man schnell drücken muss im Gameplay. Ja, die Torture-Move. Genau, aber nicht mehr das, was du machst. Okay, also es gibt immer noch Stress mit den Engeln. Hey, das ist ja sogar der aus. Das ist Virtue, heißt er, glaube ich. Ja. Cheeky! No one bothered telling me any of your kind survived. Ich mag ihre Sprecherin sehr gern. Ich auch. Ich finde auch, die sieht so viel cooler aus mit kurzen Haaren. Das ist auch ein fesches Outfit mit den Schulterpolstern. Yep. Das ist so cool! Ah. Die Painted Guardians hier machen, weiß ich aber nicht. Das ist der Lumen Sage. Well, at least you're the silent type. Der Lumen Sage? The last sage I met spent. Ja, sind doch alles Männer. Die Witches sind Frauen und die Sage. Achso, nee, das klang jetzt so nach Singular. What? Also ein, die meinte gerade, ich wusste nicht, dass ihr überlebt habt. Und er hat ein Auge! Was? Der scheint ein recht junger Boy zu sein. Hat das der Endgegner aus Teil 1? Und da ist der, den man davor bekämpft hat. Unser Papa. Und ich habe den Zusammenhang nie, weil ich habe das so viele Jahre auseinandergespielt, dass ich das nie zusammengesetzt habe, dass das Jubileus ist und dass der aus dem ersten Teil. Das erkenne ich gerade zum ersten Mal. Holy shit. Das ist so wir entdecken was Neues. We will perish together. Also weißt du, was hier gerade passiert? Weil ich weiß es nicht. We will perish together. Irgendein Ding wollte aus ihm entkommen. Und dann ja, hat sein Auge, weil er ist ja eins der Augen eigentlich gewesen. Okay, dann hat er das wohl. You have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. But the right eye of light was lost from the world forever. Ah, ja, das war siehst du? Sehr gut, Tom. Du hast richtig Ahnung von der Bayonetta-Lore. Voll drin. Ich fand das ja so gut, wie so im ersten Teil davon geredet wird. Ja, wenn die beiden verbunden sind, dann wird der ultimative Gott hier wieder erscheinen und die Ebenen vereinen. Mhm. Und du weißt halt, na, dann wird das wohl ein Bossgegner sein. Yep. Oh, diese Musik mag ich auch so gern. Ist das die gleiche wie im ersten Teil? Nicht komplett, aber dieses Bling, Bling im Hintergrund ist aus dem ersten. Ah, ich liebe dieses Theme so sehr. The End. Hä? The End hast du gerade gemacht. Ach so. Das war das erste Kapitel, gleich The End. Ach so, und Prolog ist das zweite Kapitel, das macht Sinn. Yep. Ergibt Sinn, wollte ich sagen. Difficulty. Okay. Ich glaube, macht es mittlerweile auch im Duden, tatsächlich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das wurde übernommen. Mir irgendwie trotzdem ergibt anzugewöhnen. Ja, ja. Das finde ich immer noch lustig. Vielleicht gerade einen so einen Buchstabe direkt vorm Bildschirm. Da ist einfach das ist Weihnachten. So, erkennst du, warum ich dachte, der erste Mario Odyssey Trailer wäre bei Bayonetta 2 gewesen? Wo der unten aussieht. Oh ja, das jetzt gerade. Das sieht exakt genauso aus, das ist der gleiche Grafikstil. Die Einstellung gerade war auch genau die. Ja, und hier. Das ist doch Mario Odyssey. Ja! Das falsche Spiel angeworfen. Oh, ich bin sehr excited, dass wir das gleich alles nochmal zusammen sehen. Das ist auch so cool alles. Dass die sich immer noch Team Little Angels nennen. Ja, ne? Yuji Shimomura diesmal, Cinematic Director. Wobei ich weiß gar nicht, wer Cinematic Director war letztes Mal. Aber Kamiya ist ja nicht der Game Director gewesen. Ne? Nee, Kamiya hat ihn nur geschrieben. Supervision. So, Supervision und Storygeschreiber. Genau, Yusuke Hashimoto. Wie der Typ hier, Danny DeVito, am Anfang von Bayonetta so eine Rolle spielt und danach nie wieder. Kommt am Ende nochmal. Ja, ja. Und das war's.
Oh ja, gibt's wieder so ein Retro-Minispiel. You know what I need? Some heels without guns. You don't mind if we make a quick stop, do you? Do you know what day's coming up? Here I was shopping, minding my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you. For free, might add. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you could off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you. Das ist einfach das Ende jetzt von Teil 1 gewesen. Der Anfang. Naja, am Ende ist ja auch wieder als Nonne. Das ist, macht ja Full Circle. Don't do it, you break the contract. Forget about it. Forget it. Right off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey. What the hell? Exposition dialogue. Ja. Aber schön in der Plansequenz, nicht mehr gerade so eine Plansequenz inszeniert. Was natürlich hier keine Plansequenz ist, weil es ein Computerspiel ist, aber you know what I mean. Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my dear? Yeah, real funny. I know better than to tell you a damn thing. Snake, I'll never hear the fucking end of it. Oh, John. einfach nur Harassment. Oh, ich habe versehentlich den Kopf abgeschlagen. Ich wollte eigentlich nur lustig sein. Jetzt hat sie die langen Haare. Sie sieht anders aus. Ja, ja. Es ist alles ist einfach umgedreht. Ying und Yang. Cereza. You haven't felt anything strange. Angel Slayer steht auf ihrem Bild. Und zwar wie Contra. I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. Stand da eigentlich gerade was von wegen, das spielt jetzt vor dem, was am Anfang passiert ist? Also, der Anfang hieß halt The End und da schon am Present Day. Ach so, okay. Dann werden wir da wohl erst sehr viel später zurückkommen. And now in Lighthouse, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Joining us now to news that this year's parade may break all time attendance records. Oh shit! Los, wir spielen Afterburner. Platinum stars. Crap. We need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. Guten Abend. Deine beiden Kinder. Ed und Edna? Ja, sind schon noch beides Mädchen. Von Enzo? Ja. Don't forget to pick up the things for the party. Dass die jetzt best buds sind, ne? Ja. Das ist schon gut. Ich will auch keiner sich umdreht. Nö. Das ist einfach mittlerweile normal. Und die fliegen halt einfach mit einem Meter über die Häuser drüber. Kriegen ein paar Leute Herzinfarkte, aber egal. Oh ja, und die Ohren werden einfach zerstört. Ja. Wie er nur da steht und nichts sagt. Flies in the sky. No, I'm not buying any damn angels. Yellow, blue, I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards, you hear me? Just a normal damn jet. Und gleich kommt Frank West von links und... Oh, die hat um. The thing's flying in the air right now. That's the one. Der hat ja einen Platinum Star auf dem. Oh, stimmt. Auf der Krawatte. Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know
what? Screw the pretty ribbon. Just hurry up and put it in the box, what? Will ya? Suicide Bomber? Fuck the damn ribbon! Oh yeah. Das kommt jetzt womöglich schon der beste Move aller Zeiten. Wie langsam der Chat gerade kommt. Ja, jetzt rennt der da rum. Fliegt sie hinterher. Yes. Und dann fliegt er weiter. Das ist alles so gut. Das sind die Engel. Oh, die Präsentation haben sie beibehalten. Der ist schon direkt neu. Acceptance? Mhm. Kenn ich schon. Sieht schon sehr cool aus. Wenn du überlegst, ob sie Wörter 1 überbieten können. Ja, aber das ist so. Achtung, gleich kommt ein Screenshot. Oh ja. Und. What the fuck? Das ist so straight up full on nude. Das fand ich so lustig. Aber da hält sich der Erste auch nicht groß zurück. Also, es sieht hier halt nur noch mal besser aus. Das ist schon ein sehr gutes Bild gerade. Es ist Moon River, kennen wir aus Killer is Dead. Ich glaube, das waren noch die einzigen Anweisungen, die Kamiya gegeben hat. Ja! Jedes wird nicht sexy genug. Das ist so cool. Ein bisschen Ballett. Als Rampe benutzt. So cool. Jetzt ich. Jetzt du. Aber zuerst mal Touch Controls. Ja, das wird gerade schwierig. Also ich urteile über jeden, der das mit Touch Control spielt. Muss ich einfach. Wie macht man das denn? Du zeigst, tippst halt auf Gegner. What? Why? Ja! Weil Leute verrückt sind, lieber Tom. Ach so, nix. Genau, also wirklich exakt wie im ersten Teil. Aber das hier blau ist statt rot. Wie gesagt, alles ist einfach umgekehrt. Ja. Achso, ja. Combo Extender. Hat sich alles nicht verändert. Einer der größeren Unterschiede ist, wenn deine Magieleiste voll ist, war es im ersten Teil einfach so, dass du die Folterangriffe machen konntest. Ja. Das kannst du immer noch machen. Du kannst aber alternativ auch, ich glaube, L1 ist es oder LB drücken, dann von Hand quasi diese Wicked Weaves auszulösen. Also diese Endattacken sind ja immer so Attacken, wo ein Dämonenarm noch rausguckt. Ne, die letzten Attacken einer Kombo. Ja, genau. Und wenn du das quasi mit von Hand aktivierst, dann ist jede deiner Attacken. So einer zu Angriff. Da kannst du quasi aus, ob du lieber die Torch-Attack haben willst oder die Wicked Weave-Attack. Und ich persönlich habe gerne lieber die Wicked Weave gemacht, weil ich die einfach für spektakulärer und cooler halte. Und noch effektiver. Ja, würdest du mir wahrscheinlich auch nochmal sagen. Ja. So, also es sieht direkt bunter aus, oder? Ja, ja. Also das erste hat noch einen sehr braunen. Ja. Farbpalette. Obwohl die Szenarien da auch schon super cool sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Intro ist ja berühmt mit dem Uhrenturm. So berühmt, dass es einfach eine Stage ist in Super Smash Bros. Ah, ja? Wo du die ganze Zeit genau das machst. Hm. Gott, auch diese Rüschen. Ja, ist sehr viel fancier, das Outfit irgendwie. So ein bisschen königlich. What? Hey. Die sind kaputt, man sind mehr brauchen. Didn't I say it? This is why I can't have nice things. Damn it, Car, start already! Right on time. Oh, yeah, 200-Mann. Rodan. Fucking wonderful. Rodan? But I don't believe in sin. Watch your mouth. Das ist halt super wild. Watch your mouth. Don't want anyone offering you for sacrilege before you pay your tax.
der arme Enzo. Wie er Ringe über seinen Handschuhen trägt, hast du das gesehen? Ja. Ja, ich mag's bisher alles sehr gern. Ja, we will continue to market. Continue to market. Yay, yeah, jetzt da weiterfahren. Juhu. Das Armwedeln ist so gut. Für 6. Oh, wie cool das ist. Geschenk. Yes. Das ist fucking Intro, Tutorial Level. Da ist er weg. Oh, what? I believe. Liebe. I fucking believe. Beautiful. Das ist so gut. Oh. Now it's time to look. Potter Decks. Ach, das ist das, was ich dir gerade erklärt habe. Attack enemies and build your magic gauge, then use your build-up energy to unleash amazing special attacks. Umbrin Climax will allow you to unleash a barrage of infernal weaves. Diesen Track liebe ich auch so sehr. Okay, also erstmal aufbauen. Übrigens, Fun Fact, ich habe im Podcast letztens erzählt, dass im ersten Teil in deren Version von Fly Me to the Moon irgendwann Bayonetta gesungen wird. Ach so, ja. Was sie aber tatsächlich singen ist, in another world. Aber das wird, das hast du dir auch angehört. Das betont sie irgendwie so, dass sie irgendwie in another world, dass das hört sich irgendwie an wie Bayonetta, so ein bisschen. Ja. Ne? Und das muss ich feststellen, also da wird überhaupt gar nicht Bayonetta gesungen, weil ich dachte, sie macht Bayonetta. Macht sie aber nicht. Wollte ich nur mal kurz nochmal öffentlich anerkennen. So, genau. Wenn du jetzt hättest du das machen können, aber du hättest auch L drücken können. Ja, ja, ich habe gerade einmal L gedrückt, aber... Nur wenn die Magie komplett voll ist. Ach, wenn sie komplett voll genau, ist. Genau. So, also, okay. Dann so ist es wie die Torture-Text. Ich dachte auch schon dazwischen. Achso, es geht. Mach. Ich hab jetzt kurz gedacht, es geht gar nicht weiter. Oh, oh. Ja, die Dinger gibt's immer noch, aber wenn die ja fällt. Oh, aber die waren schon wesentlich leichter aufs Komplett zu kriegen und auch schneller. Hallo, ich bin auch da. In einem anderen Jet. Ja, kurz der Willings 5 Effekt. What? Achso. Oh, of course. Der muss jetzt mir noch vorgestellt werden. Ich weiß doch gar nicht, wer das ist. Ist keine Zeit im Prolog für. Ich habe gerade nicht wirklich zum Gegner geguckt. Ich war abgelenkt vom Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du das im ersten Teil hier rausgefunden hast. Mit den. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn man die Taste halt hält zwischen den Kombos und zu schießen, dass das besonders schnell die Magie auflädt. Du kannst ja die Taste mal halten, während du angreifst. Ja, richtig. Holy shit! Ne? Holy shit! Und ist halt schon weg, hält halt nur für 5-6 Sekunden. Aber es ist mega cool. Wie dieses Ding auch einfach da rumfliegt. Boah, das ist so eine gute Stage. Und darüber haben wir viele geredet, weil die Spiele, das kam ja sehr ähnlich, zu einer ähnlichen Zeitung wie Wonderful 101 raus. Ja. Da gibt es ja auch diese Stage, wo du auf dem Jet fliegst. Ja. Ich weiß nicht, ob das von beiden, ich glaube von Platinum war es so, dass wir irgendwann mal darüber geredet haben, wie beide Teams gleichzeitig an ihrer Jet-Stage gespielt, gearbeitet haben und sich dann one-upen wollten gegenseitig. Oder vielleicht war es auch einfach nur ein Redakteur, der das so geschätzt hat, aber ich meine, das hat mal irgendjemand von Platinum gesagt. Wundern wird's mich überhaupt nicht. Mich auch nicht, nee. Ja, das ist so ein gutes Spiel zum Zugucken. Ja, ja. Ja, als Spieler denkt man immer, ich würde mir auch gern viel mehr angucken. Das sieht einfach nach Metal Gear Rising aus gerade. Wie es immer in 30 FPS geht in den Zwischensequenzen, ne? Hm. Mehr Bosse! Believe! Wäre jetzt ein Quicktime-Event. Ja. Naja, nicht wirklich ein Quicktime-Event. Ich hätte einfach Schaden genommen.
wenn ich nicht rechtzeitig. Aber das mag ich, weil also ich muss sagen, ich mag es mittlerweile fast bei Bayonetta 1, weil das ja in fast jeder Zwischensequenz ist, wo ja, deswegen, vorgestellt wird. Ja, ich habe halt irgendwann angefangen, Ausweichen zu spammen genau, während einer Zwischensequenz. Dass sie halt am Ende dieser Zwischensequenz immer so einen Angriff machen. Bam. Bam. Bin ich eigentlich unbesiegbar währenddessen? Nee, ne? Nee, nimm Schaden. Wie derpy diese Engel eigentlich immer aussehen mit ihren scheiß Gesichtern. Kuhu! Die Brücke! Und Schaden, Schaden, Schaden! Achso. Da jetzt einfach so dran. Was meinst du, was die Leute im Zug sich gerade denken? Ja. Holy shit, schneller! Vor allem, wir fahren, glaube ich, mit 700 km/h, kann das sein? Das sowieso. Wie lange diese Brücke ist. It's fun. It's a fun game. More enemies! Oh, so fucking awesome. Wow, holy shit! Wie gut dieses Spiel aussieht. Ja, erstmal Pause. That was quick. Did you get everything? Forgot the caviar. You think they're still open? It's not Christmas without caviar. Let's finish this. It's not Christmas without caviar? Mm-hmm. Said no one ever. Jetzt kämpfen sie halt wirklich schon mit ihr zusammen, ne? Super cool. Und er aufs Maul bekommen. Ja. What the fuck? Auf was war ich da gerade? Ich glaube, es war ein Frosch. Es gibt halt die Lady Butterfly, ne? Das sind die Stiefel. Ja, genau. Das ist auch die, deren Gesicht du ab und zu siehst. Genau. Hier gibt es den Frosch und es gibt diesen Dragon aus dem ersten Teil. Den auch beim Genau, es gab noch einen Raben. Raben, genau. Den Drachen hast du als allererstes immer mal wieder beschworen. Es gibt einen, der einfach nur im ersten Teil durch Fäuste repräsentiert wird. Soll, glaube ich, irgendein Riese sein oder so. Wie auch einfach so ein Klimax-Angriff gerade dazwischen war, ne? So mega cool. Ja, ja. Der ist aber auch gleich hinüber. Ja, gegen zwei hat er einfach, denkt er sich gerade so, oh, what, why? Machen wir es nochmal. Und Climax. Immer diese Posen. Da sind sie halt echt Könige drin. Oh, jetzt kommt. Ja. Den holst du? Den Drachen? Gomorra? Ja, ist Gomorra. Genau. Der ein Elefantengeräusch macht. Wie im ersten Teil auch. Passt schon. Jump, jump, jump. Die sind auch so im ersten Teil schon so gut, die Moves. Oh, oder diese Schlange, die dann zerdrückt. Hm. Mhm. Thank you, Gomorra. Tschüss. Oh, nee, okay. Was? Oh, willst du ausbrechen? Oh ja, das kann nicht mehr gehalten werden mit den Haaren. Warte mal, das kommt mir gerade bekannt vor. Gomorra ist pissed. Devourer of the Divine, Gomorra. Achso. Oh, das ist ja ein cooles Buch. Bock auf irgendwie noch ein paar Bosskämpfe im Flug vielleicht. Haben wir die Seele rausgekickt? Oder? Yep. Achso, jetzt wird sie. Wie die auf den Hintern Yep. I've seen enough Enter to know where this is going. Das ist der Anfang! Ja, ja, ist wirklich. Oh, ich kann fliegen. Ja. Alles klar. Du kannst jetzt einfach fliegen. Cool, das ist so cool. Fuck, ey. Das hatten die halt auch immer, also auf dem E3, auf dem Preview-Event, ja, konnten sie quasi kommt diesen Anfang immer spielen. Ja, deswegen kommt mir das vielleicht auch so ein bisschen bekannt vor. Genau. Mit dem. Aber guck mal, die Energieleiste auch von ihm. Das mal im Kontext zu sehen. Oh ja. Aber das war halt, wenn da Leute über Bayonetta berichten, war einfach so, what the fuck. Und dann das haben die erfahren, dann quasi nach dem Spielen, als das der Anfang des Spiels ist. Ja. Dachten sie auch so, what? Das Traurige ist immer so ein bisschen bei diesen Platinum-Spielen, dass in der YouTube-Konvertierung sehr viel davon verloren geht. Ja, weil hier passiert ja ständig was. Ich versuche das auch wieder in 4K rauszurendern, sodass man da ein bisschen was retten kann, so wie bei Nier. Aber ich glaube, ihr könnt es euch trotzdem sehr gut
vor Augen führen. Oh, Punish! Bam, 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 Lady Butterfly. Boom! Kopfnuss, Alter! Oh, das ist so cool. Gleich kommt noch Raiden von der Seite hochgeflogen. Gibt's auch ja. Diese eine Mission. Guck mal im Hintergrund. Siehst du, was wie gut das aussieht? Ja, ja, krass. Jetzt ist einfach King Kong. Treff ich den gerade? Ja. Ja, doch schon. Der geht immer automatisch dran. Ja, dass man fliegt, also macht spielerisch jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Nee, überhaupt nicht. Aber es sieht einfach so awesome aus. Ja. Boom. Ja, was ist da gerade passiert? Du hast einfach deinen Wicked Weave-Schlag, war so ein Achso. Uppercut, dass der nach hinten geflogen ist dadurch. Wie der sich einmal manchmal hier rumdreht. Yep, so eine Schlange. Das, guck mal, das finde ich aber so cool, das ist einfach ein so ein Typ, den du im ganzen ersten Spiel immer zur Hilfe geholt hast. Ja. Und jetzt siehst du den einfach sofort so in seiner ganzen Pracht. Krieg aber grad ja, das ist aber fast. Das ist gar nicht schlimm. What? Das ist gar nicht schlimm. Achso. Opportunity for Damage. Kinnhaken. Ach, dass das Schaden macht, ey. So, jetzt. Muss ein bisschen. Genau, wenn du jetzt kriegst, ohne nochmal Schaden zu nehmen, hast du ihn. Ja. Au. Ne. Ja, ja, oh. Ja, ah, Climax. Okay. Nice. Yes. Ah, den Screenshot kenne ich. Das ist ein sehr berühmter Screenshot aus Bayonetta. Okay, probieren wir das erneut. So, wen holen wir jetzt? Okay, da habe ich ein bisschen spät reagiert. Nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon kennen. Das ist nämlich so ein komischer Teufelshund mit. Nee, kam mir jetzt nicht bekannt Flügeln. Vor. Ich glaube nicht. Der war ziemlich cool. Oh, ist auch schon wieder weg. Bei ihm hat's funktioniert. Haben wir den jetzt neu enslaved oder ist er jetzt tot? Also Gomorra ist, glaube ich, tot. Aber ich weiß ich nicht. So ist ihre Seele jetzt immer noch weg? Well done.